Und dann hat Life das geglaubt und hat mich als Detective getötet. Hätte ich auch ohne das Detective-Wissen gemacht. Hätte ich auch als Mörder gemacht. Oh, oh, oh. Ah, schicke rote Schiff. Digga, gibst du es offiziell zu, dass du es bist? Ich gebe zu, dass ich besonders bin. Bist du Detective? Nee. Hä? Besonders dumm. Bin ich Detective? Also bist du Mörder. Aber ich bestreite nicht, dass ich eine Waffe habe. Was? Hä, hey, also bist du doch Detective, weil ich bezweifle mal, dass du Mörder bist. Oder ich bin einfach falls du Mörder bist, Gold lass uns. Lass uns bitte. Digga, falls du Mörder bist, darf ich dein Diener sein. Okay, töte du das. Nein. Was? Wie? Und soll ich ihn ohne Waffe töten? Nein. Durch die Falle. Und außerdem, wenn ich ihn töte, sterbe ich dann nicht auch. Ja. Außer du nutzt die Falle. Ja gut, hab ich gesagt, dass du das checken solltest. Oh, ja. War Mini Detective? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Mini tot. Und er weiß, wer der Mörder ist. Super. Oh, der Detective-Bogen liegt hier. Mini war Detective. Hä? Hey. Nein, er sieht Digga. Doch genauso aus. Digga, och man. Er sieht doch genauso aus. Zur Erklärung, Sola, ich bin auf Minis Leiche, war der Bogen, weil er Detective war. Ja. Also habe ich mir den Bogen geholt und kurz darauf kam ein Typ vorbeigeschossen. Da ist der Killer. Mit einer Karte in der ich Hand. Ich sehe den Killer. Und es könnte sein, dass ich ein bisschen zu schnell reagiert habe. Der Killer ist ein Baumstamm. Ne, bei mir war ein Stonebridge, also beides. Es sieht von der... Ist das Dennis? Also der ist beides, der konnte sich in beides tarnen. Och Mann. Bei mir war nämlich ein Steinziegel und er hat sich halt versteckt und dann kam ich da lang gelaufen. Nein, ein Mädchen ist gestorben. Ganz kurz gesehen. Wir müssen beten. Ein Mädchen ist gestorben. Kann